Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sens und wir spielen Lost Ark. Ja, auf zum Medrik-Kloster. Das ist der Plan. Und... Ach, Herr Jemine. Lasst uns mal kurz einen kleinen Blick auf die Karte werfen. Genau, da waren wir. In Lake Bar waren wir jetzt als letztes. Und jetzt sozusagen sind wir hier in dem Kloster. Das scheint so eine Art Stadt zu sein. Wirkt zumindest so, wobei... Aufzug, Aufzug. Ich bin gespannt. Also das sieht spannend aus. Ein Gefallen, okay. Als ich den Hof des Klosters fegte, griffen plötzlich Dämonen ein. Also bin ich hierher geflohen. Aber jetzt kann ich das Gebäude nicht mehr betreten, weil da Dämonen sind, okay. Ja, kein Problem. Deswegen bin ich hier. Ich bin Tenon und ich gehöre einer Einheit an, die von Sir Benard geführt wird. Ich muss leider zugeben, dass ich vor den Dämonen floh, als ich hier stürzte. Wäre Priester Enwil nicht gewesen, wäre ich bereits tot. Du suchst also Prinz Cyrene und Arme? Sie waren auf dem Weg zum Kloster, um Sir Benard zu retten. Ich hatte mal einen Wirtschaftskundelehrer, der Benard hieß. Naja, wie auch immer. Aber die Situation ist leider hoffnungslos. Unsere Truppen, angeführt von Sir Benard, sind so gut wie komplett vernichtet. Mehr erfährst du von Abt Efferin beim Kloster. Ich glaube, man spricht das sehr, ne? Sir Benard. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, 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 okay. Hier sind Mobs. Ich bin mir im Übrigen immer noch nicht sicher. Ich habe zwischendurch ein Level-Up gehabt, weil ich noch auf dem Weg hier hochzog so eine Quick-Quest hatte. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich mag, um ehrlich zu sein, die 4 Punkte hier in diesem Spell. Aber eigentlich macht das Ding genauso wenig Schaden. Und eigentlich sollte ich die Punkte wahrscheinlich wirklich alle in dem Stachel drin haben. Auch wenn der Cooldown natürlich wesentlich höher ist. Es ist halt, na klar, wenn man... Ich meine, so hat man 1, 2, 3, 4 Fertigkeiten, die Schaden machen. Und wenn ich die draußen habe, dann stehe ich halt ein bisschen da mit runtergelassenen Hosen. Aber die Cooldowns, das geht ja dann, ne? Und die anderen Sachen kannst du eigentlich aus der Leiste kicken. Also das kannst du vielleicht irgendwie noch zum Debuffen nehmen. Die Gewehrlanze macht halt, wenn sie geskillt ist, ein bisschen Schaden. Aber im Vergleich zu den anderen Fertigkeiten irgendwie auch wiederum nicht, ne? Naja, gut. Wie dem auch sei. Deswegen leveln wir ja gespannt, um das alles in Ruhe uns angucken zu können und uns einen Blick darauf zu machen. Ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher, was ich mit dem Powerpass anfangen soll. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er ja dazu da, um eine Klasse hoch zu boosten aufs Max-Level. Aber ich bin da eigentlich kein Fan davon. Wahrscheinlich, wenn man wirklich irgendwann mal die Schnauze voll hat und sich einfach nur einen Twink hochspielt. Aber ich bin jemand, ich mag die Klassen, die ich spiele, auch ganz gerne verstehen. Und die zu lernen, wie sie funktionieren in all ihren Einzelheiten. Das ist irgendwie eine schöne Geschichte. Sagtest du, du weißt, wo Enwil sich aufhält? Er ist also in Sicherheit. Ich dachte schon, er würde von den Dämonen umzingelt werden und zu Schaden kommen. So. Er heißt Mandy und ist aber ein Typ. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ihr solltet doch für die Götter. Mögen die Götter mit dir sein. Du bist der Abenteurer, von dem Prinz Cyrene erzählt hat. Jo. Sir Benard riskierte sein Leben, um die Priester zu beschützen. Dank ihm konnten wir die Dämonen davon abhalten, das Kloster zu betreten. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie den Untergrundkanal nutzen würden. Sir Benard ging in die Katakomben, um die Dämonen aufzuhalten.
Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Prinz Dwayne eilte auch dorthinunter, als er hörte, was passiert ist. Du solltest ihn unter dem Kloster finden. Ich hätte nie gedacht, dass die Dämonen über den unterirdischen Kanal hier eindringen würden. Ich werde es nicht zulassen, dass solche Monster den heiligen Boden des Klosters betreten. Nicht einmal unter Tage. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du denn diese Dämonen vernichten, die dieses Heiligtum schänden? Das mache ich so gerne. Das glaubst du gar nicht. So. Solange ich mit meinem Pony hier mitten im Kloster reiten kann. Das ist ein bisschen butscher. Sieht ja so aus, als wären wir in einem Gebäude. Also so halb-halb, ne? So irgendwie... Naja. Komm ich hier rüber? Ne, muss ich... Hier muss ich lang. Irgendwie hier. Hä? Hier, ach, hier. Hier, hier, hier. Das sieht auf der Map ein bisschen anders aus. Okay. So, hier geht's wieder in so ein kleines Dungeon. Was steht hier rum? Mitrik, Katakomben. Jo! Rein da! Noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ich fürchte, nicht mehr lange. Wie ich darauf gehofft hatte, mit eigenen Augen zu sehen, wie ihr die Krone an euch nehmt. Arme, gibt es nichts, was ihr tun könnt? Eure Hoheit, für mich ist es zu spät. Sagt so etwas nicht. Scheericht wird dafür büßen. Das schwöre ich. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss stets an sich selbst glauben. Der Bezwinger wird wieder strahlen. Benutzt ihn, um Lutera zu altem Glanz als Ritterkönigreich zurückzuführen. Ich glaube an... Oh no! Die nicht! Na toll. Immer dasselbe Theater. Das ist meine Schuld. Ich hätte nie um Hilfe bitten sollen. Verdammt! Verdammt! Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir alle nach Hause, oder? Scheint, als wäre Prinz Tyrann untröstlich. So hat er sich noch nie verhalten. Denkst du, es gibt einen Weg, um Tyrann aufzumuntern? Ich glaube, in Wirklichkeit würde ich ihn trauern lassen. Zumindest ein bisschen. Sir Benard war für ihn wie ein Großvater. Besonders nachdem seine Majestät seinen Vater verloren hatte. Dieser freundliche Lord hat schon immer ein Gefühl für des Stolzes im Prinzen von Lutera gefördert. Ich erinnere mich, wie sie sich nett unterhielten, während sie zusammen dem Lied der Tapferkeit lauschten. Das ist so... Na gut. Sir Benard muss Tyrann unglaublich viel bedeutet haben.
Das Lied der Tapferkeit. Kennst du es zufällig? Ich hoffe, Cyrene kann irgendwie aufgemuntert werden. Ja, natürlich. Das Lied der Tapferkeit. Das war sein Lieblingslied. Kommt. Wir haben viel zu tun. Danke. Du bist immer für mich da. Und stets eine große Hilfe. Rechnung kommt. Wir sehen uns dann draußen. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu verzagen. Ich muss für alle stark bleiben. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Ich jetzt einmal zu viel gedrückt oder hat es jetzt den Dialog einfach so übersprungen? Wie dem auch sei, okay. Ich habe den Triporter da nicht aktiviert. Jetzt muss ich die 3 Meter dahinter alleine reiten. Zum Kotzen ist das, ey. Danke! Jetzt können sich die Geflüchteten sicherer fühlen. Die Zuflucht hier, die hier Zuflucht suchen. Okay? Okay, okay. Ja, hier ist noch eine Quest. Quest, Quest! Hendrine? Das ist ein bisschen unangenehm. Könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Ich habe einen Schüler namens Piamo. Er sagte, er wolle seine Schwestern Rivella besuchen, die wohl mit Prinz Cyrene hierher zurückgekehrt sein soll. Er ist aber nicht zurückgekommen, aber er sollte eigentlich inzwischen die Reise zum Dorf Fuert und zurückgeschafft haben. Es ist möglich, dass er noch im Dorf ist. Ja, ja, bla blub. Ich muss wahrscheinlich genau. Okay. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Aha. Die Einheit des alten Mannes, ich meine Serbenats. Einheit kann als Kernstärke unserer Truppe angesehen werden. Aber wenn es so weitergeht... Ich bitte Sie mich nicht so an. Ich habe Amel bereits von meinen Sorgen erzählt. Und er gab mir eine weise Antwort. Er meinte, wir sollten uns mit einer Fraktion treffen, die sich noch für keine Seite entschieden hat. Mir wurde berichtet, dass ein Dorf namens Fuert nahe dem Kloster gibt. Das es. Ich werde dorthin reisen, um eine Miliz auszuheben. Könntest du in der Zwischenzeit Amel fragen, ob er uns helfen kann, die Unterstützung der Kriegspriester vom Medrik-Kloster zu erlangen? Ich würde ja selbst fragen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ein weiterer Priester wie Amel sie fragen würde. Will nicht, dass sie unnötig belastet werden. Bitte mach weiter. Oh. Krieger-exklusiv. Achso, ja. Das ist wahrscheinlich bei allen Sachen so. Mehr Stärke, mehr Vitalität, Beherrschung und Zähigkeit, aber ich verliere Spezialisierung. Jetzt würde mich mal interessieren, lass uns mal hier so ein Spell angucken. 4-2, 7-2. 4-2, 7-4. Na gut. Im Endeffekt wurscht, Hauptsache mehr Damage. Mit Abeffen sprechen? Ja, das habe ich bereits. Tatsächlich war auf der Suche nach dir, Sense, um über diese Sache zu sprechen. Abt Efferin hat schon immer den verstorbenen König und unseren Prinzen unterstützt. Vielleicht möchtest du den Abt lieber selbst fragen. Ich werde mich inzwischen um die Verwundeten im Kloster kümmern. Bitte begib dich schon mal zum Dorf Fuert. Aber natürlich, ich werde der Bitte von Prinz Cyrene nachkommen. Ich habe bereits die Vorbereitung dafür getroffen, als ich hörte, dass Sir Bernard auf dem Weg war.
Das Medwick-Kloster wird an der Seite von Prinz Cyrene kämpfen. Bitte berichte Xenon, dem Hauptmann der Kriegerpriester, von meiner Absicht. Jedoch gibt es da etwas, das mir Sorgen bereitet. Du musst wissen, dass Xenon etwas stur sein kann. Die Angriffe auf die Krönungszeremonie und auf Serbenat deuten klar auf die Möglichkeit hin, dass Schericht mit den Dämonen im Bunde ist. Aber das können wir noch nicht beweisen. Xenon ist jemand, der solide Beweise braucht, um sich überzeugen zu lassen. Aber er fühlt sich auch verpflichtet, Gefallen zu erwidern. Könntest du also ein paar der Dämonen ausmerzen, die das Kloster angreifen, wenn du auf dem Weg zu Xenon bist? Ich bin sicher, dass du das Thema dann viel leichter ansprechen kannst. Mögen die Götter mit dir sein. Okay. Machen wir. So. Gebt mir mehr Mobs. Was ist das? Hier oben blinkert es auch schon wieder. Ich glaube, ich muss... Ach du Schreck. Ich kann hier Eisenerz. Das Angeln, Fische. Meistersammler. Okay. Ja. Ja. Verstehe. Wozu gibt's eigentlich hier? Ich habe bestimmt am Beritten auch noch Fähigkeiten. Irgend sowas wie noch schneller reiten oder sowas. Sonst macht das für mich keinen Sinn, dass da Plätze frei sind. Du bist Prinz Thyrains Begleiter? Verstehe. Ich habe dich vorhin aus der Ferne beobachtet. Du hast es diesen Dämonen echt gezeigt. Ich danke dir dafür. Das hat den Kriegspriestern wirklich geholfen. Ich nehme an, der Abt schickt dich, weil er sich entschlossen hat, sich den Truppen von Prinz Cyrene anzuschließen. Das habe ich bereits kommen sehen. Prinzipiell sollte sich ein Kleriker nicht ohne wirklichen Grund in die Politik einmischen. Allerdings ist das gerade nicht von Belang. Wir haben bereits selbst Beweise dafür gesammelt, dass der Regent Schericht mit den Dämonen gemeinsame Sache macht. Die Kriegspriester des Medwick-Klosters werden Prinz Cyrene folgen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, nice, Bro! Find's gut? Hallo? Nicht schlafen. Aufstehen! Das ist ein Tagebuch im Gewand dieses gefallenen Mönchs. Morgen kehrt meine Schwester zurück. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich war so froh zu hören, dass sie wohlauf ist. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Meine Rivella wird eine Ritterin im Dienst von Prinz Cyrene. Was für ein freudiger Tag. Morgen werde ich mich früh auf den Weg machen und sie begrüßen. Das wird ein toller Tag. Okay. Ist wohl nicht ganz so. Naja. Abenteurer, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich habe Schwester Maggie losgeschickt, etwas Weihwasser zu schöpfen, um die Dämonen abzuwehren. Aber sie ist noch nicht wieder da. Könntest du nach ihr sehen? Okay, egal. Die heiligen Fackeln schwächen dämonische und verstärken zugleich heilige Energie. Könntest du bitte die heilige Flamme erneut entzünden, damit sich die Dämonen uns nicht nähern können? Die Flamme wurde während des Angriffs der Dämonen gelöscht. Kannst du mir helfen? Lass es Schwester Maggie wissen, wenn du fertig bist. Sie ist weiter hinten.
Was haben wir hier? 5. Entzündet die heiligen Fackeln erneut. Hier. Maggie! Martell bat dich, dies zu tun. Was für eine Erleichterung. Die Schwestern hinten hatten Angst vor den Dämonen. Vielen Dank. Möge das Licht von Regulus mit dir sein. Hallo, könntest du mir zur Hand gehen? Ich läutere das Gebiet hier, aber ich komme kaum hinterher. Könntest du etwas Weihwasser für mich schöpfen? Also, die Wassertextur ist... Obwohl es geht, sieht bloß von Weitem irgendwie sehr merkwürdig aus. Vielen, vielen Dank. Da alle so mit dem Kampf gegen die Dämonen beschäftigt sind, werde ich mein Bestes geben, das Gebiet so schnell wie möglich zu läutern. Dieses Weihwasser wird unsere Opferzahlen reduzieren. Vielen Dank. Kein Thema. Abenteurer, bist du auf dem Weg zum Dorf Freyad? Könnte ich dich um etwas bitten? Ursprünglich haben sich die Monster aufgrund der heiligen Kraft unserer Barriere nicht genähert. Seit kurzem ist diese Macht allerdings geschwächt, vielleicht wegen der Dämonen. Ich habe dafür Weihwasser vorbereitet. Könntest du vielleicht die Steinstatuen hier läutern? Ich möchte nicht, dass die Dämonen die Dorfbewohner erreichen. Okay, so. Richtung 4. Läutere die Steinstatuen mit dem Weihwasser, ja. Was ist das hier? Hier ist ein Aufzug. Aber ich kann hier nichts machen, ne? Das muss hier unten irgendwas sein. Merkwürdig. Halt. Doch, ich muss hier runter. Ich muss nur vermutlich warten, bis der da ist, oder? Oder? Hä? Bin ich doof? Doch, genau. Ja, ist logisch. Scheint so zu funktionieren. Läuter, läuter, läuter. Die läutert. Aussichtspunkt. Nehmen wir natürlich auch auf jeden Fall mit. Und über einen Kaderaufstieg sind wir auch nicht. Den nehmen wir auch. Da sind wir nicht so. Okay. Nee. Kader. Guck mal. Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Muss mir mal den Erinnerungsraum reinziehen. Keine Ahnung, aber der will ja jedes Mal, dass ich dann rausgehe. Und wenn ich am Ende irgendwie rausfliege, dann, ne, so unter der Woche 16.38 Uhr ist schon mal so ein Zeitpunkt, wo man gegebenenfalls vielleicht nicht wieder zurück ins Spiel findet. Okay. So. Was ist das hier noch? Achso, das war das. Hallo? Bobby Ballback, ich grüße dich.
Entschuldigung, Abenteurer. Ich bin Eva aus dem Dorf Weird. Seit Scherich die Kontrolle über die Regierung übernommen hat, hat unser Dorf jeglichen Zugang zu Nahrung verloren. Einige Dorfbewohner sind bereits verhungert. Ich bin los, um Essen für uns zu suchen. Aber jetzt bin ich hier gefangen, wegen dieser Heuschrecken. Könntest du diese Käferbombe benutzen, um sie loszuwerden? Ich sollte sie eigentlich einsetzen, aber ich bin ganz starr vor Angst. Bitte sag meiner Schwester Kelly, dass ich hier bin. Als allererstes klicken wir jetzt mal hier drauf. So. Hier gibt es schon wieder Erze. Sind das... Ne, ist auch Kupfererz, okay. Und 5. Ich soll irgendwas... Ich soll... Ach hier, die hier. Alles klar. Oh. Tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Oh, was ist denn hier? Das kann ich sammeln, hä? Blümchen. Ja, wunderhübsch. Hier oben gibt es einige Quests wieder abzugeben. Das ist sehr schön. Das heißt, ich krieg... Jemand von uns muss sich mit einem Trupp abtrennen. Ha. So, Kelly. Kelly als erstes. Eva sitzt außerhalb des Dorfes fest. Sie ist wohl losgezogen, um Essen zu suchen. Ich sollte sie suchen und ihr helfen, zurückzukehren. Vielen Dank. Du hast das Gebiet geläutert. Dank dir habe ich nun eine Sorge weniger. Ich bin dir so dankbar für deine Hilfe. Oh, ich habe so viel über dich gehört. Prinz Irange scheint dich ziemlich zu mögen. Du scheinst wohl ziemlich fähig zu sein, was? Wie? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Wenn das ein Witz sein soll, werde ich dich hier und jetzt töten. Mein Bruder? Mir wurde gesagt, er sei wohlbehalten im Medric Kloster angelangt. Genau das hat Abt Efferin gerade erst gesagt. Das ist verrückt. Er muss gehört haben, wie gefährlich es gerade ist. Er ist kein Kind mehr. Tut mir leid, ich habe die Kontrolle verloren. Oh, Piamo. Zählt das hier die EP aufwärts, weil jetzt hier 19.000 stand? Das ist ein bisschen witzig. Weil es stand, ich habe jetzt überall, ich habe jetzt gerade mal drauf geachtet, stand überall dabei als Questbelohnung 6.000 EP und die Zahl wurde immer größer. Du bist wieder da. Was hat das Medric-Kloster gesagt? Die Kriegspriester werden sich uns anschließen. Das ist sehr gütig von ihnen. Ich bin selbst gerade erst in diesem Kloster angekommen. Wie erwartet, sorgt die Tyrannei des Regenten auch hier für Chaos. Vor kurzem sind Räuber in der Nähe aufgetaucht, was den Dorfbewohnern das Leben noch schwerer macht. Könntest du mehr über die aktuelle Situation in Erfahrung bringen? Ich bin das Dorfoberhaupt Bartschan. Der sieht genauso aus wie das Dorfoberhaupt in dem anderen komischen Dingens, in Lake irgendwas. Aktuell haben wir nicht einmal genug Essen für einen Tag. Ja, das Problem haben irgendwie alle, ha? Der Regent hat alle unsere Vorräte mitgenommen. Und zu einem Überfluss überfallen uns die Staubtaschenräuber aus den südlichen Hügeln. Lass mich raten, ich muss da bestimmt hin und das Essen holen. Ja. Oh, und die Jungfrauen haben sie auch mitgenommen. Vielleicht um Lösegeld zu... Ja, bestimmt wegen dem Lösegeld. Aber wir haben nicht mal mehr die Kraft, darüber empört zu sein. Na komm, da helfe ich doch bestimmt. Nein. Es war schlimm genug, dass sie uns bestohlen haben. Jetzt entführen sie auch noch unsere Leute? Scheint so. Ich werde nicht länger mit ansehen, wie Scherichs Truppen für Chaos sorgen. Ich muss einen Weg finden, um diesen Leuten zu helfen. Kannst du mir dabei helfen? Alle in unserem Dorf hungern. Sich hier draußen vor den Truppen des Regenten zu verstecken, hat uns an unsere Grenzen gebracht.
Die Dorfbewohner sind schließlich losgezogen, um Essen zu suchen. Sie halten es nicht länger aus. Könntest du ihnen helfen? Bitte. So, und hier haben wir jetzt auch noch ein bisschen was an Quests, ne? Okay, das muss ich wiederum woanders machen, ne? Aber hier haben wir auf alle Fälle... erstmal ein bisschen was noch dafür. Genau, genau, genau. Ach, die kann ich auch zweimal einsammeln, hä? Verrückt, verrückt. Na gut. Wir übertreiben es mal nicht. Wir werden standhalten. Auch in einer chaotischen Zeitgeschichte werden diejenigen gebraucht, die für das Leben arbeiten. Kannst du ein paar Kräuter für mich sammeln? Du benötigst ein Werkzeug, um Kräuter zu sammeln. Normalerweise kannst du es beim Händler für Handwerkszeug kaufen, aber ich werde dir eins geben. Ausgerüstete Werkzeuge können innerhalb des Kaders geteilt werden und im L entfernt werden. Danke, danke, danke. Aber ich habe schon ein Werkzeug für Kräuter. Nee, warte, ich bin hier im... Da wollte ich hin. So, aber wie gesagt, habe ich schon... erzeugt Bergbau-EP. Wow! Voll krass! Angel-EP. Das ist ja voll verrückt, Leute. Ich habe... Vielleicht sollte ich mir den Kram auch durchlesen. So. Welche Ecke war das hier nochmal? Schlachtebene, ne? Da sind wir ja immer noch nicht. Wir sind im Moment noch im Kloster. Das ist wahrscheinlich dann eine der nächsten Ecken. Vermute ich mal. Okay, 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 okay. Ich hab's ja verstanden. Ihr wollt aufs Maul? Kein Problem. So. Smash! So. So, fünf Blümchen sammeln. Das kriegen wir doch hin. So, da noch eine. So, dann kann ich das bestimmt gleich... Nee, warte mal, das war das andere. Hier abschließen. Genau, Zertifikat für Sammeln. Und dann gibt es jetzt hier auch EP. Und auch ein neues Werkzeug. Also, wirklich nachhaltig ist das nicht, ne? Wenn ich hier gefühlt nach drei Blumen schon ein neues Werkzeug nehme... Freunde, Freunde, wir müssen doch auf unseren Fußabdruck auf diesem Planeten achten. So, hier runter muss ich dann bestimmt auch nochmal. Weil da jetzt sonst irgendwie gar nichts weiter ist, ne? So, drei. Was ist hier? Sammle Habseligkeiten der Dorfbewohner ein.
Und dass du diese Räuber besiegt hast, vielen Dank. Halt. Da brauchst du das Erz nur schief angucken, dann wechselt man hier die Leiste. So. Kann ich eigentlich aufgemounteten Trank nehmen? Ja, das geht. Okay. Wow, du hast alles gesammelt. Danke. Das wird allen wirklich helfen. Dank Prinz Cyrene sind nun alle gerettet. Vielen Dank. Ich bin so gut, oder? Du hast tolle Arbeit geleistet. Jo. Dank dir sollten die Leute hier erstmal ihren Hunger stillen können. Ich habe auch ein paar unserer Rationen verteilt, aber dieses Dorf ist immer noch in Gefahr. Und das alles wegen der Boshaftigkeit von Sherricht. Wir müssen ihn so schnell wie möglich besiegen, um weitere Grausamkeiten zu verhindern. Die Dorfmiliz will sich unseren Truppen anschließen. Aber keiner von ihnen ist imstande, mit uns zu marschieren. So hätte ich ihn vor, ja. Aber ich habe von etwas anderem gehört. Es heißt, die Miliz im Bilbrunwald in der Nähe sei sehr fähig. Obwohl sie eine kleinere Truppe sind, konnten sie Sherrichts Männer besiegen. Wenn wir sie überreden könnten, würde das unsere Truppen sehr stärken. Aber es gibt da ein Problem, und zwar ihren Anführer, Castleford. Aus irgendeinem Grund besteht er auf absoluter Neutralität. Daher wird es nicht so einfach, sie um Hilfe zu bitten. Ich hörte, ein Verwandter von Oberhaupt Bertrand namens Frisk soll oft in den Bilbrunwald besuchen. Oh Gott, durch ihn sollten wir Kontakt zur Bilbrun-Miliz aufnehmen können. Also mit so vielen neuen Wörtern ist das gar nicht so leicht, den ganzen Kram hier zu lesen. Aber weil das zu lange dauern könnte, würde ich dich bitten, dich selbst mit Frisk zu treffen. Wir marschieren inzwischen vor in den Bilbrunwald. Wir werden dort auf dich warten. Ich hoffe dann, gute Neuigkeiten zu hören. Oh, eine neue Waffe. Shreddern! Okay. Ich muss hier glatt mal rüber schielen und sehe, ja, das sieht gut aus. Wir können jetzt hier auch noch eine Quest annehmen. Ist die eigentlich hier? Ja, das müssen wir hier machen, ne? Wir können uns das ja zumindest nochmal angucken. Du bist auf dem Weg zum Bilbrunwald. Bilbrunwald, nicht wahr? Ich habe gehört, dass es in dieser Zone Beute gibt. Du weißt, dass es in Arkesia Zonen gibt, in denen du jagen kannst, richtig? Das ist das, was ich vorhin wahrscheinlich schon mal probiert habe. Drücke M und schaue auf der rechten Seite der Weltkarte nach, ob es sich um einen Ort handelt, an dem man jagen kann. Zuerst musst du dich in einem Gebiet aufhalten, in dem du jagen kannst. Dann musst du das Jagdwerkzeug ausrüsten. Hier, da hast du eines. Rüste es aus und wende Werfen auf die Beute an. Drücke B, um das HUD in den Handwerksfertigkeiten-Modus zu wechseln, damit du Werfen anwenden kannst. Sobald du deine Beute getötet hast, interagiere mit den Schnitzereien, um nützliche Dinge zu erhalten. Du musst das eingesammelte Leder zu Avela bringen. Okay, also das wird wohl auch dann noch anstehen, aber auch das machen wir nicht in dieser Folge. Dafür müsst ihr wieder einschalten, wenn ich weiterspiele. Und damit ihr das nicht verpasst, unbedingt abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.